Himmelsaugen. Diese kreisrunden Dellen mitten im Feld sind entstanden am Ende der letzten Eiszeit. Als sich das Eis zurückzog, sind da riesige Brocken Toteis liegen geblieben und haben durch ihr Gewicht den Boden eingedrückt. Meistens gibt es in der Mitte einen See. Diese Biotope sind geschützt. Noch etwas gibt es in der schönen Uckermark, was man nicht mehr so oft sieht. Gerste. Und wofür braucht man Gerste? Genau, für Bier. Uckermark, ist das nicht diese Gegend da oben im Osten, wo nur noch alte Leute wohnen und keine Busse mehr fahren? Hallo, ich bin Asra. Herzlich willkommen bei Asra Blockt. In der Uckermark, das mit den Bussen, das stimmt teilweise immer noch. Aber es passiert ganz viel gerade. Viele junge Leute ziehen dahin und bauen was auf. Es gibt zum Beispiel eine Schafzucht. Es gibt Leute, die Ziegen halten. Es gibt eine Permakulturgärtnerei. Es gibt einen Fischmann. Und es gibt eine junge Frau, die alte Obstsorten züchtet, ökologischen Landbau macht. Und es gibt eine Brauerei im Aufbau. Heute sind wir dort zu Besuch. Hier kommt die Brauerin. Sarah kommt aus Köln, hat in Eberswalde Ökolandbau studiert und ist aufs Land gezogen. Jetzt lebt sie in der Nähe des Gerstenfeldes mit ihrem Mann und drei Kindern in einem kleinen Dorf. Sarah und Joe machen seit einigen Jahren Bier. Heubräu, Power of Root, Mörksch, ein märkisches Kölsch. Und in die Fresse sind ein paar leckere Sorten, die sie entwickelt haben. Hier in der alten Backstube soll die Dorfbrauerei entstehen. Jetzt habe ich die Schüttung gemacht. Also das sind die verschiedenen Malzsorten, die da reinkommen. Mhm. Da ist Wiener Malz drin und Karamalz. Mhm. Die kann man optisch nicht unterscheiden. Die sind beide hell und aus Gerste. Und dann ist hier das Dunkle, das ist halt Farbmalz. Genau, das wird eine englische Stout. Was? Ich schrote. Ja, das sieht gut aus. Man sieht, der Mehlkörper ist befreit aus den Spelzen. Und die Spelzen sind aber noch weitgehend heile. Mit der guten alten Corona-Handmühle gemahlen. Von der fleißigen Bloggerin. Dankeschön. Jetzt kommt das Einmalchen, das ist schön. Klumpenfrei einmalchen. Achso, und mal aufschreiben zwischendurch, ist auch wichtig. Das riecht dann immer so schön. Und deshalb ist es auch nach Jahren immer noch einer der schönsten Momente. So, das wird jetzt hier warm gemacht, auf der Reihe nach auf verschiedene Temperaturstufen, wo es dann jeweils eine Weile stehen bleibt. Mhm. Das nennt man Rasten. Also die Rasten sind dazu da, um die Stärke in den Malzkörnern in verschiedene Zucker umzuwandeln, die dann von der Hefe in den Alkohol umgewandelt werden. Ja, das machen Enzyme, die sind in den Körnern drin, von Natur aus, wurden durch das Melzen aktiviert, um zu gucken, ob jetzt wirklich keine Stärke mehr vorhanden ist, machen wir diese Jodprobe. Jetzt werden wir gleich abmeischen, das heißt, wir machen das einmal nochmal heißer. Beenden dann das Maischen und beginnen das Läutern, indem wir das hier in diesen, also heiß machen und das in diesen Eimer umfüllen, wo eine Läuterspirale drin ist. Also auf dieser wird sich dann so ein Kuchen aus diesen Spelzen und Körnern bilden. Und da lassen wir dann die Flüssigkeit raus und die festen Bestandteile bleiben da und dann haben wir Würze. So, und wieso ist Bier jetzt politisch? Hört, was verschiedene Leute dazu zu sagen haben. Ich durfte einige Sequenzen aus dem schönen Crowdfunding-Film von Andreas Winter nehmen. Herzlichen Dank nochmal an Andreas.
Ich finde die Idee mit der Dorfbrauerei ganz toll. Also ich freue mich auch schon drauf, dass es dann gutes Bier aus dem Dorf zu trinken gibt. Möglichst dann natürlich auch mit unserer Gerste, würde ich mich sehr darüber freuen. Der Bekanntheitsgrad der Region würde halt gesteigert, wenn wir es wirklich schaffen, von der Gerste bis zum Bier alles aus einem Dorf zu gewinnen. Also wer hat das schon? Und das ist, denke ich, wäre eine ganz tolle Sache. Ich finde das ganz toll, wenn sich hier wieder viele kleine Manufakturen ansiedeln, die verschiedenste Produkte herstellen und sich ergänzen. Ich habe eine Fischräucherei, da passt Bier wunderbar dazu. Weil das bringt so ein bisschen die Leute zusammen und ich glaube auch alle möglichen Leute, ältere Leute aus dem Dorf, die Jungs, die Feuerwehr. Man wird sich da treffen und zusammen Bier trinken und schnacken. Das ist super. Kleine Betriebe, die vor Ort produzieren, ermöglichen auch eine viel größere Vielfalt in der Region. So sind zum Beispiel die Hopfensorten oder auch die Braugerste, kann vor Ort produziert werden und ist für mich als Gärtnerin natürlich auch eine spannende Herausforderung. Handwerklich gebrautes Bier oder jedes handwerkliche Produkt ist natürlich besser als industriell hergestellte Massen- und Standardware. Und als Handwerker, der gerne handwerkliche Lösungen anstrebt und baut, finde ich natürlich auch ein handwerklich gebrautes Bier klasse. Diese jungen Menschen verzweifeln nicht über brennende Urwälder und Braunkohleabbau. Sie tun was, sie entscheiden sich, sie legen sich fest, oft auf Jahre hinaus. Sie stecken ihre ganze Energie da rein, es anders zu machen. Ihr Mut und ihre Begeisterung stecken an und machen Hoffnung. Ich werde euch berichten, wie es weitergeht mit der Dorfbrauerei Die Braut in Stegelitz in der Uckermark. Lasst euch anstecken, macht's gut, bis zum nächsten Mal.